Er wollte wohl möglichst viele Menschen in den Tod reißen. Kesa A., 42 Jahre alt, mehrfacher Familienvater aus dem Irak und offenbar ein Sympathisant des sogenannten Islamischen Staates. Seit mehreren Jahren lebt er bereits in Österreich, zuletzt in diesem Haus im Wiener Stadtteil Simmering. Bei einer Razzia wurden er und seine Frau in deren Wohnung festgenommen. Die Vernehmungen sind erstmal unterbrochen. Wir haben sehr viele Beweismittel. Die Durchsuchungen in Österreich laufen auch immer noch. Zwei Anschläge auf Bahnstrecken in Deutschland werden ihm zur Last gelegt. Beide perfide geplant, aber schlecht ausgeführt. Oktober 2018. Ein Drahtseil und mit Metall verstärkte Holzkeile an der ICE-Strecke Nürnberg-München sollen einen Zug zum Entgleisen bringen. Tatsächlich überfährt ein ICE die Hindernisse, wird aber nur leicht beschädigt. Dezember 2018. An einer Bahnstrecke in Berlin wird die Oberleitung manipuliert. Auch hier finden Beamte ein Bekennerschreiben mit Bezug zum IS. Der Beschuldigte gibt zu, diese Anschläge verübt zu haben. Er bestreitet aber einen terroristischen Hintergrund. Dennoch gehen die Ermittler weiter von einer Verbindung zu den Islamisten aus, denn der für die Bekennerschreiben verwendete Drucker hatte die Ermittler erst auf die Spur des Verdächtigen gebracht. Zudem soll Kesa A. den IS in sozialen Medien verherrlicht haben. Also wir haben keine konkreten Hinweise darauf, dass andere Leute beteiligt sind, dass es Mitwisser gibt oder dass es vielleicht Hintermänner gibt. Aber das ist natürlich eines der großen Ziele, die wir jetzt ganz vordringlich haben, herauszubekommen, ob möglicherweise irgendjemand davon wusste oder tatsächlich an der Tat beteiligt war. Unklar ist auch, ob Kesa A. noch weitere Anschläge geplant hatte. Sicher ist, als Mitarbeiter einer Security-Firma hatte der Verdächtige auch Zugang zu sensiblen Sicherheitsbereichen in Fußballstadien oder Einkaufszentren. Dem Familienvater droht nun lebenslange Haft. Ob Deutschland eine Auslieferung beantragt, steht noch nicht fest.